1. Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die Texte für die Zeitung. 2. Also die ganze Familie sitzt da jeden Abend zusammen. Wir kochen, essen etwas Gutes, sitzen alle an einem großen Tisch und erzählen. Die ist eigentlich das Zentrum unserer Wohnung. 3. Nach einem langen Tag an der Uni entspanne ich total gern in meinem... Es ist sehr klein, aber schön. Ich habe ein sehr bequemes Sofa. Da kann man gut lesen oder Filme sehen. 4. Im Sommer bin ich besonders oft und gern auf dem... Also natürlich nur, wenn das Wetter schön ist. Man kann in der Sonne sitzen, lesen, Kaffee trinken und am Wochenende grillen wir oft. 5. Schau mal hier. Das klingt gut. Elegante Wohnung im Zentrum mit Balkon. 6. Stock mit Aufzug. Das ist doch super, oder? Ja, aber lies mal weiter. 950 Euro Miete. Oh, stimmt. Die ist zu teuer. Und die hier? So, wie machen wir das jetzt? Ich denke, den Computer, den stellen wir in die Küche. Da ist es schön hell, da kann ich gut arbeiten. In die Küche? Mensch, Carla, jetzt haben wir endlich ein Arbeitszimmer. Und der Computer kommt natürlich ins Arbeitszimmer. Findest du? Na gut. Aber den Fernseher stellen wir ins Schlafzimmer. Da kann ich im Bett fernsehen. Das ist doch sehr gemütlich. Was? Also, wirklich nicht. Der Fernseher muss natürlich ins Wohnzimmer. Wir haben doch ein neues Sofa. Da kann man super fernsehen. Aber dann stellen wir die Lampe ins Wohnzimmer, neben das Sofa. Die Lampe? Nein, die brauche ich im Schlafzimmer. Ich will am Abend noch lesen. Aber dieses Regal hier stellen wir in den Flur. Da ist viel Platz. Das Regal? Auf keinen Fall. Das Regal stellen wir ins Arbeitszimmer. Das ist viel zu groß für den Flur. Aber den Kühlschrank können wir in den Flur stellen. Dann haben wir in der Küche mehr Platz. Den Kühlschrank in den Flur? Warum das denn? Den Kühlschrank stellen wir natürlich in die Küche. Kühlschränke stehen immer in der Küche. Mensch, Alex, du bist immer so langweilig. Also Carla, wirklich, das regt mich total auf. Jetzt haben wir hier unsere Wohnung und du... Carla Schneider? Hallo Carla, hier ist Vanessa. Ach, hallo Vanessa. Wie geht's dir? Ja, gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu eurer Party. Gerne. Ich hoffe, du kommst. Ja, natürlich. Aber an welchem Samstag ist die Feier denn? In der Einladung steht gar kein Datum. Oh nein, wirklich? Also am 3. Juni. Und um wie viel Uhr? Oh Mann, steht das auch nicht in der Nachricht? Also um 19 Uhr. Super. Dann sehen wir uns am Samstag. Du, sag mal... Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla. Danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm, Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll. Das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut.
Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne, bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ja, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ah, das sieht ja lecker aus. Gut gesagt. Begeisterung ausdrücken. Das ist ganz toll. Ich finde das echt super. Das finde ich wirklich schön. Das sieht total gut aus. Eins. Gemütlich. Zwei. Mehr. Drei. Hell. Vier. Sehr. Fünf. Teppich. Sechs. Regal. Sieben. Idee. Acht. Neben. Neun. Steht. Zehn. Reden. Elf. Zentrum. Zwölf. Bett. Der Student wohnt in einem Apartment im Zentrum. Der Herd steht neben dem Regal. Der Sessel ist gemütlich. Er steht vor dem Fenster. Eins. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell, das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. Zwei. Cool. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. Drei.
Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen. Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich, aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. Stell den Computer ins Schlafzimmer, bitte. Bring den Herd in die Küche, bitte. Bring die Lampe bitte ins Arbeitszimmer. Bitte stell das Regal in den Flur. Stell den Sessel ins Wohnzimmer. Bitte bring den Teppich ins Schlafzimmer. Mein Jet ist voll. Ich muss schon wirklich sagen, unsere neue Technik ist toll. Ich kann mich selbst zeigen und der Welt schreiben, teils Garten chatten und dabei im Bett bleiben. Ein neues Fotoalbum habe ich gleich erstellt. Ich mache ein Bild von meinem Frühstück und like es selbst. Finde mich und mein Leben einfach mega heiß. Poste, wie ich gerne werde, damit es jeder weiß. Ich liebe es zu kommentieren, Beiträge zu markieren, weise Sprüche zu zitieren, um meine Fotos zu verzieren. Like. Den Spiegel und das Pausenlos. Denn bei Duckface-Bildern gehen die Daumen hoch. Echt sweet, voll süß, L-O-V-E. Super toll, mega cool, haha, hihi, smiley. Roffel, L-O-L. O-M-G, H-D-G-D-L. Wir sind Best Friends, damit's die Welt sieht. Halten wir die Handys hoch und schreien Selfie. Selfie. Like. Klicks und Likes und Klicks, Klick auf Links und Likes. Und darum Bäume, Klicks und Klicks und Likes, verlinkt die Links und Likes. Es dreht sich um Likes und Likes und Klicks, Klick auf Links und Likes. Und darum Bäume, Klicks und Klicks und Likes, verlinkt die Links und Likes. Es dreht sich um Likes und Likes und Klicks, Klick auf Links und Likes. Und darum Bäume, Likes und Klicks und Likes, verlinkt die Links und Likes. Es dreht sich um Klicks und Likes, Klicks und Klicks, Klick auf Links und Likes. Und darum Bäume, Klicks und Likes.